Willkommen zu Baphomets Fluch, eine neue Folge von Let's Play mit mir, MC Burago. Wir schauen uns hier ein bisschen noch um und denke mal, in der letzten Folge haben wir eine ganze Menge gelernt, so dass dieser schicke Agent, den wir da, den Nobelpreisträger, den wir im Hotel kennengelernt haben, dass er ein Templer ist, dass Marquis von seinen eigenen Leuten dahin gemeuchelt worden ist, weil er als Risiko betrachtet war. Pegram ebenfalls für die neuen Templer gearbeitet hat. Und somit wird das Ganze ein bisschen interessanter. Ein gewisser Herr, der aus Syrien kommen soll, ist bekannt als der Attentäter. Das ist unser Clown und unser Kobold. Aber was machen wir als nächstes mit diesen neuen Erkenntnissen? Ich denke, wir sollten uns in dem Fall nochmal mit Nicole unterhalten. Vielleicht hat André für uns neue Informationen, zum Beispiel mehr über das Wappen auf dem Ritter. Vielleicht kommen wir dort interessanterweise ran. Oder es entwickelt sich was ganz anderes. Schauen wir mal, was passiert. Erstmal rein, George, husch. Hallo, Nicole? Jo, servus. Ich bin's. Achso, George, du bist natürlich auch da. Hallo, George. Dackel da. Oh, die sind wir nicht am Tisch, Hör sondern auf mal, dem wegen dem Sofa. Dreibein. Ich hoffe, du bist mir nicht mehr böse. Oh nein, wirklich nicht. Das war ein Ja, George mag Kunststück, dies sich durchs aber. Dachfenster abzuseilen. So etwas habe ich seit meiner Schulzeit nicht mehr getan. Du warst großartig, aber wenn du das nächste Mal so einen Stunt vorhast, warn mich bitte. Ja. Okay. Wollen wir noch mal Schauen wir uns die schauen? Schriftrolle noch mal an. Ich glaube nicht, dass wir jetzt große neue Erkenntnisse haben, aber wir können jetzt warten. Wir haben das Das Dreibein. ist das Dreibein, das wir im Museum ausgeborgt haben. Ist, also, hier bringt uns das jetzt nicht wirklich viel weiter. Neue Ich Erkenntnisse muss bekommen wir gehen. einfach nicht durch die Okay, nette ich Nicole. sehe dich später. Außer, dass sie jetzt ein flauschiges Sofa hat, wie wir jetzt wissen. Der George ist einfach nicht der Schnellste. Er trottet immer schön brav durch die Gegend. Und dann. Also, wo könnten wir jetzt noch hin? Wir könnten jetzt noch ins Museum. Gucken, ob wir den André finden, aber wirklich was Neues haben wir nicht. Oder wir schauen uns nochmal hier um Montfaucon, wo gerade die Templer ihre Sitzung hatten, und schauen einfach mal nach, ob die Herren jetzt schon verschwunden sind. So, dass wir uns da mal näher unten umschauen könnten. Weil ich würde ja gerne die Treppe heruntergehen, einfach mal aus reiner Neugier. Jo. Wie brav George auch immer wieder den Deckel zumacht. Safety first, aber wie er raussteigt, lässt er ihn einfach offen. Auch eine nette Idee. So, gehen wir wieder zurück. Ich weiß, das ist jetzt eben gerade ein bisschen ungünstige Lauferei, aber naja. Besser so als tot. So, schauen wir wahrscheinlich uns nochmal hier. Schauen wir hier nochmal kurz durch, ob die Herren immer noch unten am Palawan sind. Und wir sehen. Das hier wird Ah! unser letztes persönliches Es geht weiter. Zusammentreffen bleiben, bis wir das Schwert von Baphomet gefunden haben. Ich muss ja hoffentlich nicht betonen, wie wichtig es für uns ist, das Schwert zu finden. Ohne es wird unsere ganze Mühe umsonst gewesen sein. Mit dem neu geschmiedeten Schwert aber haben wir die Macht, allen Widerstand hinwegzuwischen.
Das neue Jahrtausend wird uns gehören. Noch mehr Palaver Rhabarber. Wenn wir uns das nächste Mal treffen, dann um uns zu den Prinzen dieser Welt zu machen. Tja, George. Da... Das ist eine lustige Gondelfahrt. Sieht putzig aus. Okay, die Herren sind verschwunden. Ich denke mal, jetzt könnten wir hier gefahrlos nach unten dackeln. Ach komm, George, bist einfach nicht der... Nein, George, du nimmst jetzt nicht jede Treppe. Man kann auch zwei Stufen mit einmal gehen. Ja, geht doch. Ein Tick schneller ist das schon mal was. Tippe. Okay, schauen wir uns da unten um, was es da Interessantes zu sehen gibt. Aha, wir haben hier ein Sockel, Wasser, ja, irgendwas relativ knapp. Okay, schauen wir uns das Wasser an. Das Wasser scheint zu einem unterirdischen Fluss oder so etwas zu gehören. Es war viel zu tief, um zu den Katakomben zu gehören. Keine Chance, mich ohne Boot da rauszukriegen. Ja. Okay, was haben wir hier? In der Mitte des Kreises steht ein Steinblock. Ein gebündelter Strahl des Tageslichts fällt aus der Oberwelt herab und trifft genau auf den Steinblock. Aha, was haben wir hier? Auf dem Kreis sehe ich das Siegel der Tempelritter und zwei Sätze auf Latein. Non omnis moriar und clarior et tenebris. Ich werde nicht völlig sterben... Das Hellere aus den Schatten. Können wir das benutzen? Ich bemerke drei Kerben außen an der Oberfläche des Steines. Drei Kerben. Was fällt uns zum Thema drei ein? Und zwar drei Bein. Super, das sieht doch schick und modisch aus. Und dann ist natürlich klar, dass wir dann auch den schicken Edelstein dann da drauf ditchen. Und schauen wir mal. Cool. Das Licht von oben fällt auf den Edelstein und wird in fünf saubere Einzelstrahlen gebrochen. Jeder Strahl beleuchtet einen Buchstaben. Beim Siegel beginnend lauten sie M-A-R-I-B. Marib. Jetzt muss ich nur noch herausfinden, was zur Hölle das heißen soll. Marib, gute Frage. Oh, wir sind wohl einen Schritt weiter, deswegen geht's automatisch via Beam zu Nicole. Naja, wenigstens braucht man Nico, sie lang. Ich habe sie gesehen. Animation nicht nochmal antun. Wen? Die Templer. Ich spionierte ihnen bei einem Treffen in den Katakomben nach. Aha. Und du hast Ritter gesehen? Echte Templer? Ja, wir waren ich auch dabei. Ich beobachtete eine Gruppe von Typen, die sich als gut, Templer George, verkleideten. Gut, das vergisst du wieder mal. Sie sind hinter so etwas wie dem Schwert von Baphomet her. Der falsche Doktor war da, der Typ, der Marquis getötet hat. Die Schriftrolle ist der Schlüssel, wie wir vermutet haben. Sie führt zum zerbrochenen Schwert, was immer das sein mag. Und welche Rolle hat der Mörder in dieser Geschichte? Er soll sie aufhalten. Diese Neotempler sind Männer und Frauen in einflussreichen Positionen. Siehst du den Zusammenhang? Plantar war einer von denen. Der Mörder tötete ihn wegen der Schriftrolle, damit sie das Schwert nicht finden. Aber jetzt haben wir das Manuskript. Ja. Wie können Sie dann erwarten, das Schwert zu finden? Ich weiß es nicht. Du hast was von einer Linse und einem Typen namens Klausner erzählt, der nach Syrien ging. Offensichtlich haben sie nicht die Bedeutung des Ortes ihres Treffens erkannt. Nachdem sie weg waren, habe ich einen Steinsockel und eine eingemeißelte Inschrift gefunden. Ich legte den Edelstein auf das Dreibein, direkt unter einen Lichtstrahl. Ja, nachdem der wir das Edelstein gesagt haben, teilte den Lichtstrahl und beleuchtete die Buchstaben M-A-R-I-B. Marib ist ein Dorf in Syrien. Dann haben die Neotempler einen Vorsprung. Klausner führte mich mit dem Rätsel dahin. Du wirst doch da nicht selber hingehen, oder? Warum nicht? Sicher. Die Typen sind verrückt und gefährlich. Und dabei fällt mir ein, du solltest den Edelstein hier lassen. Okay, was ist mit dem Dreibein? Ich schicke es an André zurück, ohne Absender. Ja, so sind wir wieder ein paar lustige Items losgeworden aus unserem Portfolio. Viel haben wir nicht zu erzählen. Wahrscheinlich kommen wir dann auch dahin, wo das Tirettenbriefchen dazugehört. Meinst du, ich sollte nach Marib gehen? Es ist ein weiter Weg nach Syrien, George. Ja, George,
Bei deinem Tempo. Vielleicht sollten wir vorhin nochmal über André reden. Vielleicht weiß er mehr über Marib. Vielleicht hat das irgendeine historische Bedeutung. Ich denke mal, den könnten wir wohl wieder mal im Museum treffen. Weil dort haben wir ja gelernt, soll er ja immer abhängen. Also auf ins Museum. Ja, hier sind wir Richtung Museum. Ab durch die Tür. Über diesen schicken Hof, der eigentlich immer gleich aussieht. Tap, tap. Und. Ah, da ist unser Freund André. Und hier fehlt das Träumen. Wollen wir mal unauffällig den Herrn Verzeihung. fragen? Oui, Monsieur. Oh, Sie sind das. Was wollen Sie denn diesmal? Sie wollen sich doch nicht schon wieder in dem Schrank da verstecken, oder? Schrank ist gut. Oh. Wir haben die lustige Option für den Dreibein. Tun wir uns den Ich Spaß höre, einfach das mal Dreibein wurde gestohlen. Nichts verbreitet sich schneller als schlechte Nachrichten. Es ist wahr, gestern Nacht ist es passiert. Ich habe immer gesagt, dass die Alarmanlage nichts taugt. an. Ja. Vielen Dank für Aber Ihre das Hilfe. Dreibein, wie wir wissen, wird ja bald wieder da sein, weil unsere liebe Nicole es an André geschickt hat. Nehmen wir jetzt aber nochmal Fragen. Vielleicht ergibt sich nochmal neue Optionen durch unsere neue Erkenntnisse, die wir gewonnen haben. Hi, André. Jo, Servus, André. Hallo, George. Warum machen Sie so ein langes Gesicht? Haben Sie es denn noch nicht gehört? Das Dreibein wurde gestohlen. Sie machen Witze. Ich verstehe das einfach nicht. So viele andere Schätze und die Diebe haben sich das Dreibein ausgesucht. Ein moderner Alchemist vielleicht? Wer weiß, in Paris laufen genügend Verrückte herum. Hey, ich habe Nicoles Wohnung einen Besuch abgestattet. Ja, sie hat mir von ihrem Besuch erzählt. Mann, oh Mann, das ist ein Fang, Georgie Boy. Sowas habe ich nicht erwartet. Sowas so sexy. Ich hoffe, Sie sprechen von der Schriftrolle. Mary, natürlich. Ja. Okay, fragen wir ihn doch mal direkt nach der Schriftrolle. Mal sehen, vielleicht er uns Was noch mehr meinen Sie erzählen zu der kann. Handschrift? Sie dürfte auf die Zeit der Kreuzzüge zurückgehen. Das haben wir uns auch gedacht, wegen des Templersiegels. Es ist eine Bildergeschichte, wie die modernen Comics. Ja, was bedeuten sie aber? Was Erzähl uns doch was erzählt die davon. Geschichte in der Schriftrolle? Das weiß ich nicht. Sie wurde wahrscheinlich für den Touristenmarkt gemacht. Touristen? Oh ja, Pilger, tausende davon auf ihrem Weg nach Jerusalem. Das Geschäft mit dem Tourismus ist nichts Neues, wissen Sie. Das gab's schon seit Hunderten von Jahren. Angefangen mit Josua, der sich mit dem Verkauf von Steinen aus den Mauern von Jericho eine goldene Nase verdient hat. Ja, bevor wir aber jetzt nochmal weiterfragen, ja, beenden wir diese Folge für heute mit Baphomets Let's Play. Nein, Baphomets Fluch Let's Play. Ich bin Mekwurago. Mir war es eine Ehre, euch wieder begrüßen zu können. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal.